Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Crew. Weiterhin natürlich mit Janni Boy. Wir fahren PE-Rennen mit Verkehr, Jan. PE, was wollen wir? La Ferrari? Gleich einen raushängen oder mal ganz was anderes? Sofort, Alter. La Ferrari. Okay. Aber lass uns nächstes Mal vielleicht mal kein La Ferrari nehmen, sondern uns beide einfach mal wieder was anderes. Ja, sonst wird's ja ein bisschen... BBM5. Hab ich nicht. Hä? Ich habe kein BMW, ich habe keinen bayerischen Mistwagen. Dann nehmen wir Lamborghini Gallardo LP. Habe ich auch nicht. 640-4. Ich habe nur den Aventador. Und den nicht mal auf PE. Ah. Oder? Weiß ich nicht. Oder. Ja, Leute, weiter geht's. Wir bei The Crew mit La Ferrari. Ey, was die gelbe Bestie. Und Action. Ah, die Strecke, deine Strecke auch. Ja. Ah, geben wir mal ein bisschen Gas. Ja, da drüben vorne der Typ, der hat's echt drauf. Ja. Nein! Tangibly? Ja. Ich wollte die mit so viel Schwung nehmen, Alter, aber jetzt habe ich die Arschkarte. Das war's, letzter. Meh, vorletzter. Scheiße, wo schlecht genommen hier. Boah, erstmal reinkommen gerade hier nach dem Fressen, Alter. Schön schwule Arsch gegessen, Alter, und jetzt hier. Gleich abnehmen in so einem LaFerrari, ja. Die G-Kräfte drücken mir ins Gesicht. Gut, jetzt ein bisschen die Hackfresse ein bisschen zurück, ja. Ja, genau. Erstmal hier den Speckbauch. Jawohl, gleich bin ich wieder Vierter. Ja, noch zwei Runden, Alter. Ja. Alter! Also bei den ersten merkt man, dass der Platin-Spieler ist. Ja, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier hinten gerade mega Laune mit den drei Leuten hier. Also mit den zwei um meiner Wenigkeit. Mhm. Macht gerade richtig Laune. Aber das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt. Es geht gar nicht bei The Crew immer um den Ersten. Klar, als Rennfahrer oder als Spieler will man immer Erster sein. Will ich auch gar nicht abstreiten. Aber wenn man so ein richtig geiles, ausgeglichenes Team hat, dann kann der Erste meinetwegen auch ruhig nach Palma fahren. Das ist mir scheißegal. Ja. Wenigstens macht Spaß hier. Genau. Schon 16 Sekunden Rückstand auf den ersten. Wie viele Meter sind das? 700.
Lol, der ist schon durchs Ziel oder was? Ja. Er hat eine halbe Runde Vorsprung von mir gehabt. So, jetzt no risk, no fun. Ja, schaffe ich nicht. Der andere ist stehen hängen geblieben. Ja, ich muss vor Gas gehen. Und vorletzter. Ach, scheiße, kein schönes Rennen, Leute. Sorry, aber ich mag die Strecke. Vorletzter bei mir ein bisschen letzter. Lol. Da kommt doch noch einer. Das waren 6. Der ist hängen geblieben an der Wand. Siehst du? Ja. Ihr Piscola Lamme. Goldspiel abgezogen hat das. Piscola El Lami. Ja, wahrscheinlich, naja, ich sag nicht. Ich sag gar nichts dazu. Aber er hat seinen Ferrari schön schwarz gelassen. Könnte ich mir auch vorstellen, in echt. Einen schwarzen Ferrari. Oh, ne? Bisschen gangstermäßig. Deswegen nicht, aber hat ja nicht jeder einen schwarzen Ferrari. Meistens rot. Ja. Ich nehme altbekannt. Ja, wir sind hier mit 6 Leuten, Leute. Ob meine Strecke dann kommt, das ist... Ultra ist Platz 2, der seine Strecke kommt. Die Strecke, die du jetzt wählst, wird kommen. Bergruft. Oh, nicht Bergruft, Alter. Highspeed, vollste Konzentrationsstrecke. Ja, das ist die Strecke, wo du immer abtickst. Nein. Was, nehmen die anderen alle PE, PE, PE gleich, oder was? Mach mal rein, Penis. Oh, kann man gar nicht. Was für ein Dreck. Nein, das muss ich aber auch sagen, finde ich eigentlich bei The Crew ganz geil. Du kannst ja nicht mal Fuck schreiben oder so. Oder Arsch oder doof. Da kann man Fuck schreiben. Ja, aber wird ausgepunktet. Oh, Fuck. Mit ein bisschen umsetzen. Ja. Ja, oder hier, guck, Fuck. Oh, das geht nicht. Mit K einfach nur an den geht nicht. Vielleicht mit irgendwie ein bisschen Abstand. 8 Leute. Jesus. Ja, siehst du, deine kommt. Immer der auf Platz 2 ist, kommt. Meine Strecke. Alpha? Nein, Junge, ich nehme hier Ford GT. Ford GT. Ford GT? Hab ich nicht. Wir können auch einen Skyline haben. 2005er. Richtig. Spannendes Rennen. Und nehme mir immer Schilliges. Alpha. Ja. Ich konnte nicht mehr auswählen. War ja schon Zeit abgelaufen. Ich finde, die Auswahl des Autos ist ein bisschen eng bemessen, wenn man sehr viele Autos hat. Also ich glaube, Spike, der wird ja einen Rappel kriegen, Alter. Welchen nehme ich jetzt? 20.000 Litten. Ja, der hat alle, Leute. Nee, 2 oder 3 fehlen ihm, ne? Ja, hat er alle Kisten. Na, dann hat er alle Autos, die es da gibt. Also ich möchte nicht wissen, wenn der sagt, ich will das und das Auto, wie lange der braucht zum Scrollen manchmal. Ja. Na, ab geht's. Scheiße. Ja, da ist mein Plan nicht aufgegangen. Mit meiner Abkürzung. Okay. Oh, Stein. Tot. Alter, liegt ja wirklich gar nicht schön. Stein. Tot. Hoppala. Guck mal, Chicken Wings. Echt? Schmeckt noch Chicken Wings? Oh, ja. Okay. Ja, schau wieder raus. Fuck! Ups. Oh! Mama, ich will hier raus. Kann ich Auto noch wechseln? Oh, sorry, Leute, was ich gerade mache. Ich habe keine Ahnung. Alter, ich blamier mich hier gerade, aber ins letzte Mongo-Ficker, Alter. Mongo-Ficker. Wie ich die Kurven nehmen kann, Alter. Ich kann so richtig H8 einlenken. Yo, driften! Spielen wir denn gleich noch Karriere? Hier, Black Ops. Black Ops? Ja. War was noch lang. Alter, wenn wir heute fertig sind mit Zocken, ne? Ist mit Sicherheit wieder 2-3 Uhr und wir haben nur aufgenommen, Leute. Von. Ja. 15 Uhr. Ja, sagen wir mal, 3:30 war's, ne? Ja, keine Ahnung, Alter, das Auto geht gar nicht, glaube ich. Oh. So schlimm der GT? Ja. Ja gut, also laut Punkten, ja. Punkten, eine reine Heckschleudern, ne? Ja, aber es ist fast bei fast Grip, Beschleunigung, Tempo und so fast an der 10.000er Marke bei jedem. Allen Vieren.
Okay. Ich glaube, hätte der Allrad, dann wäre das ein Monster. Viele schreiben auch, dass das Beste sein soll, aber ich würde immer noch Alpha messen. Ich weiß nicht, wieso die Leute hier den empfehlen können. Vielleicht Übung, Jan? Dann sollen aber. Gibt's auch wieder welche, die sagen, SLS ist am besten. Niemals. Hat einer mal so ein Video drüber gemacht. Hat er einfach SLS gekauft, weißt du, und dann Stufe 40 Perform Rennkit draufgepackt und dann ist er eine Drag Race mit seinen Kollegen abgefahren. Okay. Ja, ohne Tuning. Dann ja. Ist er wahrscheinlich der Stärkste. So, und nachher mit Tuning hat er auch hier Alpha und so abgehangen, aber eben, keine Ahnung. Ich hab den auch, aber keine Ahnung. Das ist doch der Oldtimer. Nee. Der Rest ist dann neuer. Ach ja. Weil der relativ, ja, neue nicht. Neu ist ja der GT. Wenigstens Vierter, ey. Komm, schaff mir mal ein Ziel. War jetzt nicht mal ein interessantes Rennen, liebe Zuschauer. Irgendwie am Anfang habe ich ziemlich viel Scheiße gebaut. Nein, 6 Sekunden noch rüber, komm. Komm, Jan, drück Nuss! Naja, reicht nicht, viel zu weit weg. Oh, Stein, tot. Fliegt durch die Luft, Abhang runter, tot. Lade. Lade. Jetzt auch lade. Flieger Abhang runter, lade. Ich habe übrigens eine Stelle gefunden, wo das Spiel abschmiert. Echt? Ja, kannst du da hinfahren, dann auf einmal Ladebildschirm. Lade, lade, lade. Tot. Lol. Ja. Außerhalb der Welt oder was? Nö, am Flughafen. Echt jetzt? Ja? Ja, wird wahrscheinlich mit dem Mega-Update gepatcht. Also auch alle Leute, die The Crew haben und das Add-on nicht, was ja am 17. kommt, dann könnt ihr trotzdem die neue Grafik genießen, die ganzen Bugfixes genießen. Also es gibt ohne Ende Verbesserungen. Also trotzdem für jeden Zuschauer. Oder für jeden The Crew-Spieler. Wir werden am 17. wird das Add-on kommen. Ob wir am 17. schaffen, The Crew zu veröffentlichen, bezweifle ich. Weil es ist genau der Tag, wo wir Aufnahmetag haben. Und ja, ich glaube nicht, dass wir es schaffen, Jan. Ich kann es mir nicht vorstellen. Außer wenn es nachts freigeschaltet werden würde. Aber dann musst du auch downloaden. Und einen Vorab-Download gibt's ja nicht. Nein? Nein. Wie? Am 17. kriegst du den Key und fertig. Steht doch auch bei einem OGR. Ficken, Alter. Kauf ich spät nicht. Ne, gibt's nicht mehr. Geh ich von aus. Komm gar nicht mal in einen Einkauf rein. Kann sein, dass es einen Preload geben wird, aber dann, ja. Ja, ich meine, bei Anno gibt es, bei Battlefront. Ja, aber. Dann, oh. Mit Verkehr. Ja, mit Verkehr die Strecke. Puh. Irgendwas Cooles. Wer hat denn da so ein Pickup genommen, Alter? Was ist das? Jeep. Mit einem Jeep. Okay. Viel Spaß, Junge. Zieh dich ab. Komm hier, Pickup. Zieh dich ab. Du mein F-150. Sack H-Monster 350. Ich hab meinen. Keine Ahnung, wie der heißt. Ich Sacka. Weiß nicht, wie das Auto heißt. Sacka. Ich weiß es nicht. Ach, du hast ja ein Auto genommen, wo du gleich aufgibst. Boah. Sache Money Money am Start doch. Zu früh rübergefahren, meine Damen. Otto! Oh, check mal verfehlt. Klasse, Ingo. Na 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 na.
Alter, der Platin-Spieler, der geht so ab. Ich glaube, der mag Züge. Mit Verkehr ist so scheiße, Alter, weil du hier nicht abkürzen kannst vernünftig. Weißt du, die beiden konnten jetzt abkürzen da und ich Auto nicht. Kommen und dann genau, weil ich ausweichen musste. Ich muss dir gerade ganz ehrlich sagen, Jan, ich gebe alles und ich habe keine Chance gegen die. Wirklich alles. Ich fahre voll am Limit. Tja, ganz knapp hinter ihm. Alter, sind die gut. Sind die gut, Leute. Boah. Also da habe ich jetzt auch mal kein Pieps von mir gegeben und wirklich probiert, die zu kriegen. Aber null Chance. Der mit seinem Skyline war so mega gut. Aber wie gesagt, ich gehe auch davon aus, wenn man Platin spielen will, musst du die Autos optimal getuned haben. Also optimal Beschleunigung drin, Grip drin, wirklich Forums lesen, also gehe ich zumindest von aus, sonst hast du keine Chance, Jan, gegen die Leute. Ja. Ja, nachmache, Alter, hast meine Felgen drauf, ey. Ja, ich wuchte. Respekt, Alter. Echt hart. Richtig. Nein, schon wieder Liga-Punkte verloren, Alter, für die Scheiße. Richtig, richtig hart, ey. Aber der hat seinen Skyline schick gemacht. Oh, geht, ne? Wollen wir machen. Ja, aber es gibt Leute, da schüttelst du nur im Kopf. Mhm. So, damit sagen wir wieder vielen Dank fürs Einschalten bei The Crew. Wir hören uns auf jeden Fall 100%. Nächste Folge wieder. Bis dann. Ciao, laui. Tschüssi.